Ich heiße also, willkommen zurück zu Kenji. Wir haben auf dem Weg zurück nach Hause, zugeben, nicht der direkteste Weg, aber die Idee soll sein, dass wir bei Blister Hill vorbeigucken, haben wir gemacht, und dann jetzt nochmal bei Bad Tees, aber auf dem Weg dorthin haben wir einen einzelnen Starving Bandit angetroffen, war sogar nicht unbedingt der stärkste und haben zwar so ein bisschen Schaden genommen gehabt, aber wir haben die Person besiegt und immer noch bei uns mit dabei. Das große Problem ist, und wie gesagt, hatte ich beim letzten Mal so ein bisschen angemerkt gehabt, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, die Holy Nation kauft und verkauft keine Sklaven. Für die ist der Witz dahinter, dass das religiöse Umerziehungslager sein sollen. Heißt also, sie werden gereinigt und wiederbelebt, bla bla bla. Dementsprechend, ich kann die hier nicht direkt verkaufen. Es gibt Orte, an die man die verkaufen kann. Ich habe jetzt da nicht zugeben weiter reingelesen. Aber dadurch, dass wir hier im Holy Nation Territorium sind, habe ich hier gerade nicht die Möglichkeit, damit mehr machen zu können. Ich habe eine Mod, dass man theoretisch Gefangene rekrutieren kann. Jedoch zählt das natürlich nur, wenn man eigene Gefangenenkäfige hat und das dann so umsetzen kann. Also ich kann nicht einfach hier das so machen. Ich müsste sie dann hier tatsächlich rausbringen. Also ausbrechen lassen und das wäre dann wieder eine komplett andere Situation, die glaube ich auch Vanilla im Spiel so gegeben ist. Und dementsprechend muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt hier schon ein paar Minuten vor dem Starten hier rumgesessen gehabt und überlegt, was ich jetzt mit dieser Person mache. Denn ich werde die nirgendwo verkaufen können hier in der Umgebung und ich will sie eigentlich nicht unendlich lange mitschleppen. Also hier. Das ist ein bisschen doof, denn wir haben uns darum jetzt gekümmert gehabt. Wild Bolts. Okay, die werden uns nichts tun. Also weiter geht's. Ja, das war definitiv so ein bisschen doof. Ich hätte da gerne mehr gemacht. Beziehungsweise, weißt du was? Bleib mal ganz kurz dort. Wir wollen nämlich ganz kurz mal hier zu unseren coolen Leuten rüber wechseln. Und ich würde mal sagen, ihr läuft einfach mal bitte alle drei hoch. Ich will nämlich ganz kurz, dass die alle mal wieder so ein bisschen von diesem Ohr sammeln. Und dann so einzeln leider halt dann wieder verkaufen. Umständlich, aber ihr seid mittlerweile scheinbar so schnell damit geworden, dass es einfach ohne Probleme funktioniert. Ah, oh, da wird sich geprügelt. Assault, clear the area. Wer kämpft denn hier? Okay, jetzt sind wieder mal Starving Bandits. Ja, aber wir werden definitiv weiter die Augen offen halten nach weiteren Rekruten. Sowie aber auch, ich will definitiv mal versuchen. Sieh einfach mal hier hin. Vielleicht mal irgendjemanden freizukaufen. Einfach um zu sehen, wie das verläuft. Setzt euch einfach mal dahin. Ist ja nicht so, als hättet ihr Besseres zu tun. Auch relativ langsam. Also interessant zu sehen. Weißbrot scheint hier der Schnellste zu sein. Nightbooster und meiner einer irgendwo dahinter. Und dann ganz, ganz hinten vielleicht Cutter. Who knows. So, ich hoffe, ihr habt noch Essen dabei. Natürlich nicht. Ihr habt es geschafft, euer Essen schon wieder aufzuessen. Halt solche Dinge, so wisst ihr das. Weißt du was? Ich lasse euch trotzdem einfach mal hier sitzen. Ich will mal gucken, wie die reagieren. Ganz kurz nochmal sicherheitshalber. Okay. Haben sich da hingesetzt. Ich kümmere mich jetzt auch gar nicht großartig um das hier. Denn wie man sieht, das arbeiten die hier alles relativ simpel ab. Bevor ich da irgendwie ansatzweise hinkomme. Okay. Jetzt aber. Die Boots tun uns nichts. Also Richtung Bad Teeth machen wir uns auf. Das ist normaler Regen. Gut, gut. So, wir müssen nur definitiv aufpassen und dementsprechend ist, denke ich, auch die richtige Idee, trotzdem noch die Punkte anzusteuern, aber nach Hause zu gehen, damit sich unser einer so ein bisschen wieder regenerieren kann. Und das war dann leider das Problem. Ich dachte wirklich gerade durch die Stärke würde der jetzt auf einem Niveau sein,
wo ihm eigentlich kaum jemand ernsthaft was kann. Oh, hier ist schon wieder irgendwas los. Ne, die Leute sind scheinbar einfach nur nicht in der Lage, Sachen da abzubauen. Ja, so scheint's. Okay. Ja, die Farmen selber sind leider nicht allzu interessant. Ich könnte da einfach reinspringen. Ha, das ist ein Türsymbol. Wo ich mich dann schon fast wieder frage, wenn man das jetzt so sieht, ob man sich tatsächlich einfach als Sklave anbieten kann. Ich meine, das wäre vermutlich mal so eine interessante Idee, einfach mal herauszufinden, wie das funktioniert, aber ich würde mal behaupten, dass wir das nicht einfach mal so machen. Maximal, wenn es auf einmal so wäre. Oh, dieser Charakter hier schließt sich dir einfach an und der ist super nervig. Huhaha. Dann könnte ich mir vorstellen, zu sagen, okay, renn mal irgendwie dahin und setz dich da einfach mal rein. So, dann kommt die nächste Honey Farm. War das nicht sogar die, die angegriffen worden ist? Ich meine ja. Aber interessant zu beobachten. Da sind also sehr viele Leute, die nicht allzu gut im Farming sind. Wenn ihr konstant Fail hervorgehoben wird. Ja, die haben Farming auf 1. Natürlich interessant, weil das Wichtige ist ja wirklich, dass die ebenfalls besser werden in den Skills. Also wenn man die da trainieren sieht, die können stärker werden. Aber dass dann halt viele Leute scheinbar immer mit 1 gespawnt werden, natürlich relativ dämlich. Ah, gut. So, das müsste doch jetzt hier irgendwo gleich in der Nähe sein. Genau, wir sind nämlich hier weitergelaufen. Holy Nation einfach nur. Wir haben irgendwelche Packtiere sogar dabei, so wie es scheint. Auch nicht unbedingt immer der Fall. Interessant. Wir haben es gleich. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal. Habt ihr hier irgendwas Interessantes im Angebot? Ah, hier unten kein Eingang? Scheinbar nicht. Hier war der, genau. So immer nebenbei hier so ein bisschen auf diese Icon achten. Nicht, dass da auf einmal die roten Streifen auftauchen. Blessings upon you, I need to speak to you. In order to. Ja, schau hier. Everything is in order. Hooray. So, wie war das? Hier war eine Bar. Ich glaube, der Witz war, dass auch hier wieder drei Bars oder ähnliches platziert worden sind. Und zwei waren dann mehr oder weniger geführt nebeneinander. Hier ist so überhaupt nichts los. Show me your wares. Mole. The Voodoo Brothers. The Preacher. The Sand Ninja Oni. Very sneaky. Els, ja, Els haben wir ja auch hier schon herumliegen. Els war so diese Person, wo ich mir dachte, vielleicht könnte man die sogar tatsächlich mal herausfordern. Ich bin mal so frei, verkauf mal den Schrott. Alright. So, nebenbei sollte ich trotzdem mal kurz die Augen offen halten. Armor Shop, Power Station, Armory. Denn ich Ding habe natürlich vergessen gehabt. Vielleicht nochmal ein weiteres Paar Schuhe zu kaufen. Nachdem wir ja eh jetzt hier mit dem Gedanken spielen, nochmal jemanden zu rekrutieren. Aber ich denke, hier werden wir tatsächlich mal einfach noch eine weitere Person mitnehmen. Oh, hier sind sogar einige. Sing the Drifter. Aha. Drifter. Sabalette. Olx. Dark. Dark, ey. Wingblade. Du bist verdammt stark. Was bist denn du für eine Person? Man, can you believe this? What? So I was escorting this caravan masses to this here town, but then he skips out on me while I'm out shopping. My condolences. He left me here without paying me, and now I'm out of work. I knew I should have asked for money up front. Well, I don't suppose you would join me. 12.500. I don't think so. Ja, das ist einfach das Problem. Die sind zum Teil relativ gut. Dementsprechend wollen sie auch mehr Geld. Oh, what do you want? Never mind. Hätte ich vermutlich in einer anderen Situation mitgenommen, aber hier ist leider einfach das Problem, dass du vermutlich nicht so einfach durch die Türen kommst. Warum hast du deine Waffe auf einmal gezogen? Who knows?
Ich habe ich irgendwas angeklickt, das ihn dazu bringt. Gerade weil wir ja kurzzeitig auf den Turm geklickt hatten. Grogbuck. Bombingham. Finn. Beansprout. Dann würde ich doch mal sagen, hey Beansprout, what's up? Bafut, best defense is a good offense. Amor is king. You cannot kill someone if you can't take a hit or two. What do you say for taking on a smith? Depends, what's your price? 6.000. Okay. Wir erlauben uns einfach mal ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ich hoffe, du bist nicht komplett nutzlos. Denn daraus machen wir jetzt den Schattenmensch. Genau nach einem Scorchländer hatte ich nämlich gesucht gehabt. Gut. Was kannst du denn im Großen und Ganzen? Armor Smith 60. Nice. Mit Blunts kann er auch umgehen, aber das kannst du in deiner Freizeit machen. Sweet. Wir wissen zwar noch nicht so recht, wann wir wirklich auf Amos Smith zurückgreifen werden, aber. Ach, du bist wieder schneller. Trotzdem ist es natürlich sehr gut. So, wenn ich es richtig sehe, du hast Schuhe. Hey. Haha, wir müssen darauf nicht achten. Okay. Wie folgt? Folg mal bitte einfach unserem Charakter. Denn du bist insgesamt leider ein Ticken zu schnell dafür. Gut, und dann ist jetzt die Idee, zurück nach Stack zu kehren. Meine Frage ist, ob wir irgendwie einen anderen Weg einschlagen nehmen. Weil da würden wir dann nur einen dummen Weg einschlagen mit. Davon haben wir nicht viel. So. Dann gucken wir doch mal. Gerade vor allem, ob die Holy Nation Probleme mit einem Scorchländer haben. Würde mich zumindest nicht überraschen. Okidoki. Zumindest das haben wir erstmal überlebt. Vielleicht sollte man überlegen. Oh, jetzt laufe ich gerade einen falschen Weg. Ups. Da lang müssen wir. Ja, lauft. Muss ich irgendwas angeklickt haben, was ihm nicht gefallen hat? Dass sie da auf einmal so richtig Stopp gemacht haben. Oh, Boondocks. Einmal außen dran. Bye bye. Right. So. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte vielleicht bei dem Scorchländer noch mal so ein bisschen gucken sollen, was die so anders macht, denn die haben einige Sachen, die sie besser können und andere wiederum nicht. Dass man da vielleicht das versucht so ein bisschen mit einzukalkulieren. Komme ich da oben hoch? Ich glaube ja. Aber die Idee wird ab einem gewissen Punkt dann wirklich sein, dass er irgendwas anderes macht. Auf jeden Fall, damit haben wir jetzt 5 Leute bereits. Das ist doch schon mal etwas. So. Niemand hier, der uns irgendwie böse möchte. Sehr schön. Oh, never mind. Oh shit. Tahahaha. Discovered Unknown Tower. Wir laufen irgendwo hin, wo wir nicht hin wollen. Wir haben es dabei natürlich geschafft, irgendwelche Banditen uns anzulachen. Well, shit. Ich meine, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, so weit zu laufen, wie es geht. Und wenn es darauf hinausläuft, dass die uns bis zu Stack folgen, dann ist es so. Da haben wir immerhin die Möglichkeit, vielleicht von denen was zu klauen. So, mein Problem ist, dass ich definitiv die hier irgendwo langlaufen lassen sollte, wo sie nicht in irgendwelche Engpässe geraten. Denn das mit den Skimmers beim letzten Mal war nicht allzu lustig. Gerade wenn man dann den einen da gesehen hat. Weiß nicht, was für eine Person das genau war, aber die hat es sehr gut zerlegt. Okay, scheinbar folgen die uns auch nicht mehr weiter. Oder vielleicht schleichen sich irgendwo anders entlang. Auch möglich. So, hier ist zum Beispiel eine Iron Resource.
Aber ich denke, das wird dann natürlich auch so ein gewisses Problem sein. Da hinten sind sie. Yay! Schattenmensch nicht! Alleine so weit vorrennen, bitte. Follow bitte mal wieder. Joing, sehr schön. So, dann sind wir alle hier beieinander. Die Überlegung wird definitiv ab einem gewissen Punkt sein. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn man eine so ein bisschen weiter entfernte Station versucht abzuarbeiten. Aber das ist wieder so das Problem, da habe ich jetzt noch nicht die Information, um sagen zu können, ob das wirklich sicher ist. Oh, hier wird wieder gekämpft. Was ist das hier? Honey Nation Sentinel gegen Starving Bandits. Okay, dann würde ich doch mal sagen, die haben die schon wieder platt gemacht, ey. Tja. So überhaupt keine Chance gehabt. Okay. Oh, hier drin. Wo. Hier ist aber einiges los. Ich täusche es einfach nur, weil relativ viele Leute hier unterwegs sind. Aber gefühlt ist hier. Ja, hier ist einfach nur. Tohoboho, alle haben sich irgendwie mobilisiert. So, hier sitzt immer noch wie Dingus hier. Mein Glückwunsch. Gut, dann. Unsere, der ist hier drüben. Dann gehen wir doch mal einfach alle dort hin. Dann würde ich nämlich sagen, Schattenmensch, du fängst an mit dem Training hier. Das kann dir nur helfen. So. Ja, die holen sich sofort was zu essen. Weil sie ja sonst nicht anders das umsetzen können. So. Weißbrot. Du hast jetzt Schuhe bekommen. Oh, du hattest vorher auch schon Schuhe. Schön zu sehen. Okay, dann haben wir ein paar Schuhe, dass wir uns nur notfallshalber aufheben können. Für wenn es mal jemand braucht. Gut. Interessanterweise hat die Ration auch hier angefangen gehabt. Dann haben wir Cutter und Nightbooster. Ihr kriegt das. So. Wer von euch sollte hier am besten. Weißt du was? Ich gebe das wirklich an unsere Nummer 2 erstmal. Gut, jetzt hast du auch die Möglichkeit, mehr Zeug zu schleppen. Du gehst hin, ruhst dich aus. Du musst. Ja, nein, du hast es geschafft, dich über die Zeit zu verbessern. Gut, dann fängst du an mit dem Training. Ihr beiden werdet, wenn ich beide euch kriegen dürfte, keine Ahnung, ob ich beide jetzt habe. Nope. Natürlich nicht. Katha, bitte auch noch. Dankeschön. Ihr beide werdet wieder anfangen zu arbeiten. Und Weißbrot, du bist derjenige, der das ganze Zeug mal einsammelt. Boah, wie weit die hier langlaufen. Ja, das ist dann zu beobachten. Hier laufen sie überall entlang. Weißbrot ist auf jeden Fall derjenige, der ganz kurz das Zeug dann hier einsammelt und verkauft. Und dann bist du auch gleichzeitig die Person. Nur 20, ey. Die dann mal guckt, was man machen muss, um. Ah, da müsste ich auch vielleicht denen nochmal so ein bisschen Essen überreichen, ja. Wunderbar. Was man macht, wie das funktioniert bezüglich Bailout. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu testen. Ach ja, die müssen ja über diesen Berg immer komisch rüberlaufen. So, da haben sie jetzt neue abgeliefert. Ich frage mich, ob die in der Zwischenzeit die irgendwie loswerden. Weil das ist, ich glaube, das wollte ich schon vor ein paar Teilen anmerken, so, ob es möglich ist, dass hier Slave vorbeikommen, die dann einfach mitnehmen und woanders hinbringen. So, das ist immer noch der eine Kollege, aber den will ich nicht. So. Jetzt schmeißen wir das da wieder rein. Und ich denke, ich bin einfach mal so cool und nehme wieder einen kompletten Stack hiervon mit. Nice. So, dadurch, dass du jetzt einen kompletten Stack hast, gehst du mal hin und überlieferst da mal wieder so ein bisschen was von. Dann sollten die erstmal so ein bisschen länger überleben. Hoffe ich. Cutter und Nightbooster, wunderbar. Viel Spaß.
Dann werde ich, denke ich, einfach mal Schattenmensch ebenfalls formen. Stehst du wieder mal nur dumm rum? Meine Güte. Auch nochmal hier einen Satz davon machen. Da muss ich ganz kurz hier erstmal da hinkommen. Hört sich schon wieder geprügelt. Warum wurde der jetzt angegriffen? Starving Bandit. Gehe davon aus, dass der einfach wieder auferstanden ist, so wie die Person, die da am Fliegen ist. Ja, yep, definitiv. So. Du bist hier. Schattenmensch ist dort. Er hat ansonsten eine lustige Mütze. Und ein Standard First Aid Kit. Und eine Pole Arm. Also einiges an anderem Zeug dabei. Interessant. Gut. Geh mal hier hin. Wir wissen nämlich, dort könnten auch welche gelagert werden. Aber da dürfen wir nicht rein. Alles klar. So, wir testen. 10, 17, 11, 12. Für 500. 2, 13, 16, 18. Du bist doof. Du bist doof. Also die Escaped Servants sind um einiges mehr wert. Das ist interessant. So, mach ich mal wieder langsamer. Hoho, hier ist eine Maler von Leuten. Also, ich frage mich, wie man tatsächlich ernsthaft überlegt, wenn man so versucht, ein bisschen, sagen wir mal, besser oder freundlicher zu spielen, wie man es ernsthaft schafft, hier die Leute zu befreien. Vielleicht durch Stealth? Na, no, die Person ist tot. Mopsy. Zum Beispiel, er könnte Picklock versuchen, aber das ist nicht meine Idee. Ich will jemanden haben, der vielleicht schon so ein kleines bisschen besser ist. Und viele davon zählen einfach nicht unbedingt dazu. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade diese Escaped Servants bei weitem besser sind. So, jetzt müsste ich eigentlich schon fast hingehen, nebenbei irgendeine Excel-Tabelle öffnen, um einfach deren Stats niederzuschreiben. Aber im Endeffekt. Ich denke, man nimmt den da unten. So. Was muss ich dafür tun? Kann ich mit dir dafür reden? Autosaving, dafür bin ich dir ausnahmsweise mal dankbar. I'm here to bail out a friend. Ah, to redeem your friend of the wicked heresy. Under the eye of the Lord of the Light. The time incarceration has redeemed them of their holy, unholy sins. But to shorten their penance, the price will be high. Okay, also ich gehe mal von aus, dass ich die hier nicht einfach so kriege. Vielleicht andere Städte oder ähnliches erlauben einem das. Zumindest nicht die. Oh well. Sucks. So, meine Frage ist, wie mache ich das jetzt hier am cleversten weiter? Wir dürfen nicht einfach Sklaven kaufen. Deswegen war es wichtig, selbst wenn sie gesagt hatten, die Escaped Servants sind nicht der Fall. Die anderen, die Banditen, wurden ja auch nicht angezeigt. So. Ja, das ist alles nicht hilfreich. Ich habe nichts davon, irgendwelche Research Artifacts jetzt zu kaufen. Denn wir sind hier ja aktuell erstmal durch. Dafür brauchen wir wirklich ein größeres Häuschen. Ne, hier waren wir. Ist hier irgendein anderes Gebäude, was für mich noch relevant sein könnte? Nope, nicht wirklich. Also ich denke, es wird tatsächlich irgendwann eine ernsthafte Überlegung sein, wenn man. Das Doofe ist, man will mehr Leute haben, um eine Basis zu starten, aber ich will nicht eine Basis starten, um dann durch Leute gefangen nehmen, mehr Leute bekommen zu können, wenn man sie halt, wie gesagt, so rekrutieren könnte.
Aber ich will halt irgendjemanden schon bekommen, der halbwegs interessant ist. Habe nichts davon, mit dir zu reden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall aktuell noch Leute, die trainieren. Das ist in Ordnung. Aber wir können nicht mehr Leute dort hinten hinschicken. Draußen wird irgendwie wieder wild herumgerannt. Ah, das ist wieder einfach nur Holy Nation. What are you doing? Das will ich jetzt mal beobachten. Denn wenn die nämlich eine Möglichkeit. Nope, gut. Ich wollte nämlich wissen, ob die doch eine Möglichkeit finden, da hochzugehen. Das sah kurzzeitig nämlich danach aus. So, du trägst aktuell noch 40 Fleisch mit dir herum. A wenig overkill. Kann man das eigentlich irgendwie besser aufbauen? Ich meine, ja, man kann hier so eine Handvoll von denen so abgeben und dann das so machen. Vor allem ist es interessant, also die müssen hingehen. Die müssen hingehen und sich selber was holen. Denn wir hatten, als wir losgegangen sind, 100 DK aufgehabt. Und als wir zurückgekommen sind, also jetzt das wieder reingelegt haben, haben wir jetzt wieder die 100 geknackt. Die gehen also schon automatisch hin und holen sich das Zeug? Maybe? Dafür haben wir das jetzt nicht wirklich ernsthaft zu lange beobachtet. So, sagen wir mal ehrlich. Sagen wir mal, wir wollten. Das ist so die eine Sache, bei der ich mir noch nicht ganz klar bin, wie das Ganze wirklich funktioniert. Mach das nochmal zu. Sagen wir mal, wir spielen mit dem Gedanken. Unsere eigene kleine Basis zu starten. Wie würde das ablaufen? Denn wir würden mit einem Shack starten, wie diesem hier. Nee, hier. Wir haben Small Shack. Wie man sieht, das ist genau das gleiche Ding. Cheap and easy to build. Aber was dann? Denn wenn mir gesagt wird, dass ich dann Research Level 2 haben möchte, dass ich dafür ein kleines ein Haus brauche statt einem Small Shack, wie kriege ich das gebacken? Denn ich kann kein Haus bauen. Achso, das kostet dann. Achso, also das Haus könnte man theoretisch schon machen. Okay, dann habe ich die Logik verstanden. Denn ich dachte, das Problem wäre, dass ich Research 2 bräuchte, um das Haus machen zu können. Aber ich brauche ein Haus, um Research 2 zu machen. Aber okay, ist gut. Dann, was brauchte ich dafür genau? Zwei Bücher. Dann würde ich doch mal sagen, das werden wir uns ganz kurz krallen. Und dann müssen wir überlegen, wer das macht. Wir haben mit unserem eigenen Charakter schon ein paar von denen erstellt. Also Research Projects. Ich denke, das werden wir auch einfach machen. Dann wirst du da ganz kurz einfach aufhören. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig, wenn man ganz ehrlich ist, aber genau, damit könnten wir jetzt Small House sagen. Wurde sofort auch aufgebraucht, also. So, mach das mal. Was mache ich mit dir, wenn man ganz ehrlich ist? Ja, die tragen da schon wieder irgendwelche Leute hier rein. Ich sehe es aber keinen direkten Kampfplatz. Was haben wir hier hinten wieder am anderen? Wieder mal Holy Paladin. Also die Holy Paladins wirken leicht anstrengend. Leicht konfus auch so ein bisschen mit in Kombination. Und das gefühlt trotzdem nicht schnell. 22 und 33 Stärke. Ja, so unendlich weit ist es jetzt nicht von den anderen entfernt. So gibt es für mich jetzt hier ernsthaft keine Möglichkeit, nochmal anzugucken, was Scorchländer so
an einzigartigen Skills haben? Scheinbar. AI. Aha. Habe ich mir schon mal, glaube ich, angeguckt gehabt, ja, genau. Okidoki. Ich war einfach mal ganz kurz so frei. Da haben wir mal schnell nachgeguckt. Was sind die Multiplikator für die Scorch-Länder? Und zwar, sie haben einen Plus in Armor Smith, Athletics, Dexterity, Dodge, Stealth and Weapon Smith. Da ist er dahin gerannt. Und hat mehrere 8 Dried Meat Sachen hervorgehoben gesehen gehabt, aber einfach nur halt Zufall gewesen. Und sie haben Minus in Cooking, Farming, Laboring and Strength. Was also bedeutet, dass unser Schattenmensch jetzt hier nicht unbedingt dafür geeignet ist, denke ich mal, hier versuchen mitzuarbeiten. Das ist zwar. Ich meine, im Endeffekt geht es nur wirklich darum, dass sie halt weniger XP bekommen. Man kann es also theoretisch schon dahinstellen. Apropos dahinstellen, wie sieht's aus mit der Sache? Okay. Demnächst bald. Meine Güte, seid ihr langsam. So, ich könnte dich natürlich jetzt auch nochmal. Oh, hier wird schon sich wieder gehauen. Ha. Slave. Also frei mal rumlaufen. Weißt du was? Geh da nochmal hin. Oh, Bone Dogs. Auf einmal sind da Bone Dogs in der Hütte drin. Attack! Oder genau. Okay, die darf ich jetzt zum Beispiel nicht looten. Wie sie da alle drauf einprügeln. Den darf ich zum Beispiel looten. Interessant. Ah, goddammit, ich habe es schon wieder fallen lassen, ey. Kidnap Bone Dog. What? Warum würde ich einen Bone Dog kidnappen wollen? Who knows? So. Aha. Oh, Animal Skin würde jetzt schon wieder als Diebstahl zählen. Huh. Escape! Arrest her! Die haben es also irgendwie geschafft, da auszubrechen. Das ist also mehr oder weniger tatsächlich ein Prison Break. Man, die wird natürlich überhaupt keine Chance haben. Sogar die Wachen mit dabei sind. Also, wenn man sieht, wie die hier alle aggressiv auf das losgehen, könnte ich mir sogar ernsthaft vorstellen, dass man so ein Tohuwabohu ausnutzen kann, um super Sachen zu klauen. So, I'm here to bail out a friend. Ha. Da hätten wir jemanden. Slave Trader Faction oder Starving Bandits. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Slave Trader vielleicht nicht versuchen sollte. Toughness, Dexterity, Strength, Medic Image so ein bisschen. Also was, für 2000 werde ich es einfach mal probieren. Pay caution, brother. One rotten green fruit will eventually spoil the batch. Aha. So. Und wo ist die Person jetzt? Hätte ich vorher das herausfinden sollen. Wenn du Pech hast, ist die hier irgendwo. Merce. Opo. Hat immerhin einen Bounty. Ich gehe mal von aus, da zu versuchen, die irgendwie aufzuheben. Um daraus Profit zu schlagen, ist vermutlich nicht das Cleverste. So, wo ist denn die Person, wenn ich fragen darf? Da. Okay, geh da mal hoch. Wir mal wissen, wie das aussieht. Ich habe 2000 für dich gezahlt. Das ist der andere Kollege, ey. Ja. Um die Person kümmert sich gerade so kein Schwein, ey. Anderer Slave Trader. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum das jetzt hier wiederum funktioniert hat. Also wir sehen weiterhin
Die Escaped Servants darf man nicht sich krallen. Come on. Kann ich mal ganz kurz noch mal ein bisschen schneller machen. Oh, da ist jemand aufgestanden. Und da wird sich schon wieder geprügelt. Gehe mal nicht davon aus, dass ich das machen sollte. Ich finde das durchaus ulkig. Denke zwar, dass es trotzdem besser geregelt werden sollte. Dass da irgendwie Leute abtransportiert werden oder ähnliches, aber alle 5 Sekunden irgendwelche Kämpfe mitzuerleben, kann nicht allzu gesund für die sein. Es liegt das Zeug darum und keiner kann es sich holen, ey. Come on! Okay, bleib einfach mal da stehen. Wie sieht's bei dir aus? Okay, nicht mehr allzu lange. Ich meine, ich kann es ja auch hier schon sehen. Small House. Ja, und dann werden wir mal gucken, was man wirklich für diese Small Häuser bräuchte. Denn die Idee sollte natürlich sein, wenn man ernsthaft überlegt, die eigene Basis zu starten, dass man super schnell ernsthaft eine Basis aufbaut. Dass man halt nicht nur sagt, oh, wir haben jetzt hier unsere eigene kleine Hütte, sondern gleich Wände drumherum, Sentries vielleicht dazu. Also, dass man da relativ schnell sich verteidigen kann. Ja, okay, die ist halt immer noch fertig. Surrender, Evil. Normal, hungry. I bailed you out. Nice, sehr schick. Okay, du hast es gemacht, dann mach da mal bitte weiter. Du bist bei 4 gerade mal. Und dann gucken wir nebenbei auch mal hier nochmal schnell. Small House, 16 Building Materials. Ist dafür aber auch wirklich ganz schön groß. So, wir wissen aber auch, da wurde uns ebenfalls gesagt, man könnte jetzt. Da wurde mich schon New Building hervorgehoben. Aber ich gehe davon aus, dass das Ganze wirklich erst aufploppt, wenn es soweit ist. Auch hier brauche ich aber nur 2 Bücher. Defense Wizard would keep all those bastard bandits out. Ja, Smithing. So, wenn ich einfach wirklich ernsthaft an Bücher komme, dann könnte man hier schon einiges weitermachen. Das sollte man vermutlich nicht komplett ignorieren. Okay, finde ich jetzt irgendwie so überhaupt nicht lustig. Ist der tot? Nope. Aber kein Schwein kümmert sich um die hier. Was das Ganze durchaus ulkig macht. Wäre hier gerade keiner, könnte man vielleicht sogar ernsthaft überlegen. Oh, jetzt zum Beispiel wird der eine aufgehoben. Warum? Lass mal beobachten, was die jetzt mit der Person machen. Ach, die schmeißen die wirklich einfach da raus. Ich frage mich trotzdem, ob man, wenn man sich irgendwie clever escaped, Slave. Ich will die jetzt hier ernsthaft mitnehmen. Aber halt, die gehört doch jetzt mir. Dafür 2000 ausgegeben. Warum wird jetzt hier nicht die Zelle aufgemacht? Ich meine, die haben andere Probleme. Das sehe ich auch. Ich meine, du bleibst jetzt einfach mal da stehen. Vielleicht wirklich, wenn sie dann wieder aufwacht von ihrem Koma. Vielleicht ist es dann endlich der Fall. Mal sehen, wie das abläuft. So, ja, immerhin schon 13. Bei 50 wissen wir, machen sie Stopp. 6, immerhin. Ja, und zwar definitiv auch da die Augen offen halten, ob wir irgendwann bessere machen können. Ja, zumindest noch nicht. Vielleicht schalten wir die Optionen dann frei, wenn wir mal Research Level 2 irgendwann kriegen. So, und damit hast du das, ne? Yep. Herr Kollege ist besser in Stealth. Ich frage mich, ob ich damit irgendwas anfangen könnte.
Nun muss ich ganz ehrlich zugeben, ich will es mir eigentlich hier nicht damit versauen, von den Leuten hier zu klauen. Okay, die sind auf jeden Fall munter weiter am Prügeln. Moment, du bist jetzt hier. Da ist jetzt Dirtbug drin. Wo ist Polly hin? Ich will meinen Cracker. Lass mich raten, die ist einfach abgezogen. Hier durchzusehen. Ich habe für ein paar Sekunden weggeguckt. Sie wurde zumindest nicht einfach rausgechuckt. Also da habe ich für eine Sekunde nicht hingeguckt und dann ist die weg. Deswegen, ich gucke jetzt natürlich auch, ob die irgendwo im Rennen ist oder ähnliches. Also doof, ich war eigentlich keine 5 Sekunden hier weg. Nur trotzdem am liebsten einfach eine von denen aufheben, um zu gucken, ob man da irgendwas mit... Da ist die jetzt! So. Ich nehme die jetzt einfach mit. Ich habe dafür nämlich Geld gezahlt. Put in bed. Und dann gucken wir mal. Ich meine, wenn sie meint, gegen uns zu kämpfen. So, aus dem Weg. Put in bed. First aid. I don't have a med kit. Ah, goddammit. First aid. Gucken wir mal, was dann passiert. So, dann würde ich nebenbei auch mal sagen, du, überreich mal das ganze Zeug hier an Weißbrot. Okay, warum auch immer das jetzt so passiert ist, I don't know. Und ich würde mal sagen, Inventory. No, ach goddammit, Spiel. Chill, für eine Sekunde bitte. Operating Copper Machine, ja, das machst du jetzt mal bitte nach hinten. Und dann Auto Hall. Okay? Okay. So, hier sind jetzt aber auch gleichzeitig mehr. Nach Turret Guard. So, das übernimmt er jetzt hier ganz kurz mit dem Kochen. Du wärst theoretisch fertig. Dementsprechend müsste ich eigentlich überlegen, was ich mit dir machen sollte. Ich frage mich wirklich, wie sowas wie Amos und Methane Co. in der Zukunft aussehen wird, denn die werden ja vermutlich nicht konstant da einfach nur daran arbeiten können. Was mache ich mit dir? Meine Richtung Mine schicken wird vermutlich trotzdem in Ordnung gehen. Wie geht's mit euch? 26 und 35 Stärke. Ich denke trotzdem mal ganz kurz. Achso, du bist ja immer noch hier dabei. Hast du das jetzt? Das Fleisch kann man so überhaupt nicht kochen, oder wie? Gib mir mal hier Verständnis dafür. Ja, so überhaupt nicht. Natürlich wiederum ein bisschen doof. Kann ich das trotzdem da reinschmeißen? Nö. Okay. Dann schmeiß es einfach darüber. Learning Experience oder was auch immer. Okay. Nope. Come on, dude. Stell dich doch mal da bitte wieder näher ran. Danke. Wie viel fehlt dir da noch? Ah, so einiges fehlt dir da noch. Du hast vor allem auch noch mal eine bessere Waffe. Weißt du was? Tauscht ihr beiden einfach mal die Position.
Dein Nightboost ist jetzt schon so ein bisschen stärker. Weißbot, what are you doing? I don't know. Achso, der wollte jetzt auch den Job anfangen, weil da halt ein Platz bei der Mine frei geworden ist. Okay. So, mir geht es jetzt wirklich darum, so ein bisschen darauf aufzupassen, wie diese Person sich verhält. Und wenn sie meint, uns dann anzugreifen, wir haben drei Leute, die hier gleich direkt darauf warten. Beziehungsweise logischerweise noch eine Handvoll andere, die hier draußen herumäumeln. So ist also nicht. Aber mir geht es jetzt ganz, ganz, ganz wirklich dringend darum, herauszufinden, was jetzt hier passiert. Okay, du rennst einfach weg. Follow. Follow. Ich will wissen, was jetzt hier passiert. Also es riecht so ein bisschen danach, als gäbe es... Goddammit. Also es ist nicht so einfach, Leute einfach hier frei zu kaufen und dann zu wissen, dass sie sich einfach einem anschließen. Keine Ahnung, ob da genau eine prozentuale Chance dahinter steckt. Da habe ich mich nicht reingelesen. Okay. Night Booster. Befummel die mal. Oh, Shackles. Thief, I saw that. Okay. Attack all. Ich meine, wenn du meinst, uns ernsthaft anzugreifen, kommst nicht allzu weit, sage ich dir jetzt schon. Wow. Wow, er hat sogar einen Schlag gegen den Kopf bekommen. Night Booster und Weißbrot, come on, ihr werdet das doch schaffen, bevor... Ja, okay. Wir haben also im Endeffekt zwei... Wollte ich sagen, schon wieder Geld ausgegeben, nur damit... Ich frage mich, ob man die hier irgendwie einfach einsperrt. Dass man ganz bewusst sagt, hey... Ich hätte vermutlich aber nicht davon allzu viel, den konstant immer auf die Nase zu hauen, einfach weil es nur für mich auf die Ressourcen gehen würde. Da habe ich die extra freigekauft für 2000. Und dann spielt diese überhaupt nicht mit. Finde ich nicht lustig. So, du hast ein bisschen was gegen Schädel bekommen. Okay. Du, hilf mal aus. Ja, brauchen wir gar nicht so direkt machen. No, nicht du. Du. Genau, das hat er bekommen gehabt. Achso, da muss ich dafür gar nicht rein. Okay, dann legt ihr einfach schlafen. Ja, ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Ich finde es immer noch doof, dass die... Also, ich nimm die einfach mal mit. Und leg die trotzdem mal da ab. Oh boy, da laufen gerade einige vorbei. Lass mich raten, ich kann die Tür definitiv wieder aufmachen, weil die vermutlich gleich hier wieder... Yep. Hi. Guten Tag. Okay, jetzt wird sie dann doch wieder gekrallt. Oder auch... Holy shit, die liegt am Boden. Ah, Weißbrot, steh mal auf, bevor du irgendeinen Schlag abbekommst. What in the hell? Immerhin treffen sie sich nicht. Wohoho, wowie. Die Matratze der Unverwundbarkeit. Das die Idee ist trotzdem, dass sie sich gegenseitig treffen könnten. Oh Mann. Große Klassentreffen. Ich frage mich, ob das mit dem eigenen Charakter ebenfalls funktionieren würde. Wenn man irgendwie in eine gegnerische Basis rennt, wo man weiß, alle sind einem böse gesinnt und man legt sie einfach zu schlafen. Ob die dann es nicht gebacken bekommen, einen anzugreifen. Goddammit. Ja, und jetzt müsste man hier à la Rimworld die Möglichkeit haben, Tür zuzumachen und dann ein Feuer da drin zu machen. Wo es dann auf einmal viel zu warm da drin wird und die alle dann daran verrecken. Weil damit würdest du, keine Ahnung, vielleicht 60, 70, 80% der Basis ausnehmen? Das wäre natürlich schon mal einiges.
Okay, Nightbooster und Weißbot. Ihr seid mal so cool. Und begibt euch mal auf die muntere Reise. Know. Wir hatten doch hier mal irgendwo einen Punkt. Alle sind an dem einen Punkt. Ja, ein, zwei Wachen sind tatsächlich nicht dahin gerannt. Ein Paladin hat vermutlich aus der Entfernung die Heretics gerochen. Aber ihr geht mal da nach oben. Ich hoffe, dass wir das nicht bereuen. Ich denke, anders kann ich das kaum beschreiben. Das Licht. Da ist ein vereinzelter Drifter unterwegs. Okay. Wir wissen, wir wollen nicht die da haben, weil da nur einer drin ist und die Qualität ist nicht die beste. Hier oben. 100. Drei Leute könnten da theoretisch arbeiten. Der Drifter hat alles auf normal. Ist das normal, dass es in. Was bist denn du für einer? Oh, du bist ein Roboter. Dass du hier freiwillig entlangläufst. Achso, hier. Oh. Das ist ein Dingscamp, oder? Das Bandits. Beängstigend nah. Vielleicht sollte man da nicht hingehen. Zum Nachhinein. Vielleicht nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, ihr habt sie backen bekommen. Mein Glückwunsch. Keine Ahnung, ob die aufgestanden ist oder ähnliches, aber hey, ihr habt sie geschafft. So, machen wir mal den lustigen, munteren Test, hier Sachen abzubauen. Und ich werde jetzt wirklich auch mal bei euch dann in der Nähe bleiben. Dass, falls hier auf einmal irgendwelche Banditen auftauchen, dass wir hier so schnell es geht wieder davon wegrennen. Ja, hier wäre ideal, wenn man wirklich es schaffen würde, deren Lager einfach auseinanderzunehmen. Aber ohne irgendwelche Hilfe werde ich das nicht gebacken bekommen. Dafür sind unsere Leute nicht gut genug. So. Oh. Iron lohnt sich so überhaupt nicht. Ich hatte da wirklich gehofft, eine bessere Stelle zu finden. Aber ja, ich glaube, das hatten wir in der Vergangenheit ja sogar selbst schon mal getestet gehabt eigentlich. Das macht das Ganze wirklich doof. Uninteressant doof. Das heißt, wir wollen woanders hingehen. Was grundlegend nicht schlecht ist. Okay, dachte, wir wären da immer noch drin. Wir haben hier die eine Stelle. Aber hier muss ich wiederum sagen, das ist mir nah, zu nah am Eingang. Lass einmal hier uns umgucken. Oh, der hat ein Bounty. Und zwar ein relativ großes sogar. You know what? Wir werden den nicht angreifen, aber ich will mal mit dem reden. Ich will wissen, auf was das hinausläuft. An adventurer, Do you enjoy the hospitalities? I guess. I see. Ich weiß immer noch nicht, was Nein sagen dazu auslösen würde oder dafür, aber. Oh. Interessanterweise, er wird von denen sogar gejagt. Hat aber keine Probleme damit gehabt, hier mit uns zu sprechen. Okay, eine 80er Quelle nochmal. Hier können zwei Leute dran arbeiten. Wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt hier nicht gestört werden. In zwei Stellen zu haben. Nice, auch da sind wir gut mittlerweile unterwegs. So, wie sieht's mit dir aus? Du scheinst kurz. Stehen die da scheinbar Standard mit drin? Meine zwei Wachen zu haben, die wir nicht bezahlen müssen. Warum nicht? Wir müssen halt nur hoffen, dass die nicht irgendwann durchdrehen, weil sie meinen, irgendwas Illegales mitzuerleben. So, trotzdem ganz speziell bei den beiden werde ich mal das Auge offen halten. Das ist eine einfache Karawane, genau. Aber wir hatten hier Situationen, die leicht unangenehm sein konnten. So.
Da haben wir wieder diesen Mechanical Drifter oder Skeleton. Wird ja auch ernsthaft nicht hervorgehoben. Man muss es erstmal so ein bisschen realisieren. Aber du läufst natürlich verdammt nah an diesem Eingang entlang, ey. Nicht ganz klar, warum der so lebensmüde ist. Denn ich kann dir sagen, die kommen in 3, 2, 1. Hast du doch noch ein bisschen weiterlaufen. Okay, also dass du ernsthaft versuchst, da rein zu marschieren, ist unendlich lustig. Eine bewusstlose Frau. Spüren sie von 3000 Kilometer Entfernung auf, aber hier? Warum darf der da einfach reinrennen? Ah, here we go. Agent of Darkness! The Agent of Darkness are coming! Purge the robots! Burn them! Destroy them! Der Kollege hat vor allem überhaupt keine Waffe. Martial Arts minus 2. Das war's für den. Denn wir haben gelernt, die können sich nicht regenerieren. Rebooting, haha. Ja, keine Ahnung, was mit dem passieren wird, denn ich gehe nicht davon aus, dass der jemals da lebendig wieder rauskommt, gerade wenn er jetzt so viel Schaden genommen hat. Man könnte den auch nicht mal retten. Einfach weil A, wir hier in der Stadt sind, wo die nicht geduldet werden. Und wie man gesehen hat, die werden ja auch sofort angegriffen. Und ich weiß nicht, wie man die repariert. Zumindest nicht so hundertprozentig. Ich gehe einfach mal davon aus, insgesamt, dass wir einfach hier nicht die Kapazitäten dafür haben. Ja, auf jeden Fall. Mit jetzt hier 5 Leuten. Keine Ahnung, wenn man vielleicht das Ganze mal verdoppelt. Vielleicht ver. Ja. Dann dreifacht mir jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber halt so 10. 12 Leute. Vielleicht kann man da. Vielleicht schon so ernsthaft überlegen, auszuziehen. Aber bis dorthin denke ich, die Idee muss sein, einiges an Proviant zu sammeln. Oder Cats. Building Materials zu haben. Denn heben wir noch mal ganz kurz hervor. Achso, das ist jetzt ein. Okay, warum ist das jetzt ein Stormhouse? Ist das einfach die nächste Klassifizierung von Haus? Da brauchen wir auf jeden Fall schon 16 Building Materials. Nicht unmachbar. Wir haben ja gesehen gehabt, dass dank der Mod jetzt so einiges in den Shops verkauft wird. Und damit muss ich ganz ehrlich zugeben, kann ich vollkommen leben, denn wenn man gesehen hat, wie wenig die ursprünglich verkaufen. They will not escape us. Okay, Benson erneut hier am Kämpfen. So, wir können ja nebenbei mal wieder gucken. Escaped Servant. Tierchen liegen hier weiter im Opo. Ja, ist wirklich lustig, dass die dann ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr versuchen, die zu heilen oder ähnliches. Okay, wie geht's unser einem? So langsam. Super duper langsam. Ja, aber ich werde jetzt hier definitiv nicht nochmal versuchen, irgendwie Geld dafür auszugeben. Lieber investiere ich das dann doch in den normalen Rekruten. Also was, mach mal hier ganz kurz Pause, denn wir sind eh hier wieder kurz schon wieder vor dem Ende. Blessings upon you. Ah, wie viel wolltest du? Will you now? 3000. I know I will regret this, but why not here? Okay. Damit haben wir nochmal einen weiteren hinzugeholt. Plus ein Farming, Cooking, Science. Soll mir recht sein. Und ich würde sagen, Como wird einfach mal hier unser nächster. Sehr schön. Kollege kann noch nicht viel, aber daran kann man ja arbeiten. Ja, und dann können wir definitiv
wenn man das Geld vielleicht langsam mal so wirklich einspielen. Er hat sogar mal eine andere Waffe, einen Katana. Also er ist bei weitem offensiver ausgelegt. Wenn man so wirklich die anderen sich hier anguckt. Die starten meistens eher mit Waffen für die Defensive. So, lass mal ganz kurz gucken, wie seht ihr jetzt hier noch aus? 16 habt ihr in der Zwischenzeit erreicht. Ihr hingegen stellt 43. Das heißt also, auch du wirst da mal ganz kurz wieder rüberrennen, damit wir das verkaufen können. Und ich würde sagen, das mache ich auch noch jetzt tatsächlich hier, denn ich will in Erfahrung bringen, wie viel wir wirklich ausgeben müssten, um so an die 16 Building Materials zu kommen. Beziehungsweise die Überlegung müsste ja dann eh sein, mehr zu machen. Zeig mir mal ganz kurz, liebes Spiel, wo auch immer sich das versteckt hielt. Achso, wir haben das noch gar nicht selber gebaut. Ah, never mind. Die Idee sollte natürlich sein, dass wir dann auch die Mauern noch erforschen. Beziehungsweise, zeig mir doch einfach mal ganz kurz nochmal. Was würden wir denn ernsthaft brauchen? Koop, das würden wir dann machen mit dem, wie gesagt, Small House. Warum auch immer Small House auf einmal was anderes hier genannt wird. Nun aus. Fabric Manufacture, Makeshift Walls. Okay, das heißt also, die Idee wird sein, unser Charakter wird jetzt gleich ebenfalls nochmal zwei Bücher kaufen. Damit man theoretisch dann Makeshift Walls und Makeshift Gate bauen könnte. Dann müssen wir ernsthaft überlegen, Farming zu machen. Und das Handelt ist auch zum Beispiel, Farming kostet diesmal nicht nur Bücher, sondern auch andere Materialien. Das heißt, also, da müssen wir dann ebenfalls von nun an die Augen offen halten, dass wir das Zeug dazu kaufen. Das heißt also, wir brauchen zum Beispiel Cotton. So, Boot Cloth. Achso, Boot könnte man ja auch ganze Bücher kaufen. Okay, gut. Ja, also das ist eine Sache, an die ich mich, glaube ich, eher selten dran oder bisher noch nicht wirklich dran gewöhnt habe, wo sich alles genau befindet. Jedes Mal muss ich es wieder angucken. Aber es liegt auch natürlich ein bisschen daran, dass die alle vom Gebäudetyp die gleichen sind. Welcome, Customer. Yes. Welcome. Show me your goods. Cotton. Research-Bücher. Wir haben auch nur noch 10.000. Also man sieht definitiv, das ist schon eine durchaus kostspielige Sache. Oh, der Kollege hat kein Geld mehr. Whoops. Gut, dann kaufen wir halt Sachen, damit wir bei ihm Sachen dann wieder verkaufen können, ey. Gut, geh mal hin, kauf mal so 5 davon. Dann gehen wir hin und verkaufen das Zeug wieder. Haben hier nochmal so ein bisschen. Das geben wir. Karten haben wir, Bücher haben wir. Was war da noch? Deswegen, das ist etwas, das mir leider gleich missfällt. Ah, ich kann das ja nicht mal über hier machen. Ich muss das über hier machen. Dass man dann wiederum sagt, okay, zweimal Karten. Zweimal Wheat Straw, zweimal Kaktus. Also es ist immer zweimal. Gut, das heißt also, let's trade. Noch einmal ein Cotton oben drauf. Und dann würde ich sagen, fangen wir halt an, hier schon mal so ein paar Building Materials zu kaufen, damit ich das wiederum verkaufen kann. Frag mich, warum die so überhaupt kein Geld haben. Who knows? So, dann gehen wir hoch hier. Hier ist die Bäckerei. Yeah, look at me. Ich weiß, wo Gebäude oder was die Gebäude grob sein könnten. Also die Bäckerei ist zu groß, wenn man ganz ehrlich ist. Holy Servant. Show me your goods. Green Fruit. Natürlich hast du so überhaupt nicht das, was ich will. Die nächstbeste Bar. Zeig mir mal.
Kannst du das irgendwie anders sortieren? Das finde ich ein bisschen schade, dass da zwar gewisse Sortiermöglichkeiten existieren, aber man nicht das Gefühl bekommt, als würde das clever sortiert werden. Ich hatte das Gefühl, als hätte man das irgendwo kaufen können. Aber so richtig wird mir das jetzt gerade nicht gegönnt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir hier für heute zum Ende. Wir werden beim nächsten Mal definitiv, denke ich, tatsächlich vermehrt anfangen, Sachen zu erforschen. Da haben wir dann auf jeden Fall dann so eine weitere Person, die sich um eine andere Sache kümmern darf. Du hast noch keine Schuhe. Nice, mein Glückwunsch. Das heißt, du kriegst Schuhe. Hooray! Aber für heute kommen wir zum Ende. 6 Leute haben wir bereits. Und das wird noch munter größer werden. Wir müssen halt nur wirklich ernsthaft aufpassen auf unser Fleisch. Wir sind zwar nicht in irgendwelchen Gefahren. Die vielleicht schon eher. Also die darf ich definitiv nicht aus dem Auge verlieren. Denn, ich meine, irgendwann wird es vermutlich einfach mal passieren. Home Territory Aggression. Ich gehe mal von außen einfach daran liegt, dass hier regelmäßig die Leute umkippen. Dead. Limb Trauma. Ich meine, der einen hatten wir es angeboten gehabt. Die eine hatte theoretisch die Möglichkeit gehabt, sich uns anzuschließen. Wo auch immer sie jetzt hin ist, aber wenn man halt nicht meint. Ich meine, das System war eh merkwürdig. Die haben sie nicht irgendwie freigelassen. Wir mussten sie dann irgendwie aufsammeln. Und in der Sekunde, in der sie aufgestanden ist, hatten sie dann sofort wieder auf die Nase gekriegt. Also, da vielleicht muss ich auch nochmal reinlesen, was man da vielleicht falsch gemacht hat oder was da schief gelaufen ist. Vielleicht lag es einfach wirklich daran, dass hier konstant Kämpfe waren. Aber das waren 2000, die wir einfach in den Sand gesetzt haben. Was uns im Endeffekt nicht wehtun wird, aber doof ist natürlich trotzdem. Gut, wir kommen jetzt hier wirklich zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.